Ja, hallo wieder. Herzlich willkommen beim Let's Play zu I Am Brett. Ich bin hier kurz vor der Verzweiflung. Level 4 im Bad. Wir starten hier in dem Schränkchen, aus dem ich schon sehr schlecht rauskomme. Noch dazu ist hier alles schimmelig und mit Wasser voll. Zack, komm. Jawohl, ja. Ja, ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal drüber probiert. Alles schimmelig, alles scheiße. Ich habe es jetzt über die Badewanne auch schon ein paar Mal probiert, aber es mag nicht. Es mag einfach nicht gelingen. Komm jetzt. Rauf da! Toast. Mach mich nicht schwach. Weil die Badewanne ist sehr rutschig. Also wir haben kaum Halt drauf. Unsere Anzeige für Halt, also für Grip hier oben, die sinkt so schnell ab. Selbst wenn wir hier uns in Marmelade ein bisschen gewälzt haben, um unsere quasi Klebrigkeit ein bisschen zu erhöhen. Es bringt auch nicht viel. Da hinten möchte ich gar nicht durch bei dem ganzen Dreck. Aber wir müssen irgendwie dahinter, also zu dem Föhn oder zu dem Ofen. Ja, werden wir doch irgendwie schaffen, also das kann ja nicht wahr sein. Was ist mit der Marmelade los? No. Volle Möhre, alles rein hier. Also klebrig sind wir schon wie Sau hier. Andere Seite ein bisschen noch. Komm, rein da. Also Frustfaktor ist schon noch ziemlich hoch bei dem Spiel, muss ich sagen. Also, ich habe am Anfang gedacht, ja, passt schon, mach hier. Ah, I am Brett, das scheint doch hier ganz lustig zu sein. Nee, nee, nee. Ist gar nicht. Gesagt, langsam fängt es auch ein bisschen an zu nerven, das Ganze, muss ich sagen. Hier sieht man oben die Grip-Anzeige. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Nein, komm, weg da. Und das Wasser, das macht einen so schnell kaputt hier. Schwierig. Echt schwierig. Nee, nee, nee. Okay, ich geb auf. Ich geb's auf. Ich geb's echt auf. Hier rein ist mir jetzt egal. Keine Lust mehr drauf. Es wird sonst nichts mehr. Also, das ist echt ein übler Level, muss ich sagen. Es ist der Wahnsinn. Okay, schauen wir mal. Also ich glaube, die haben schon ihren Grund gehabt dafür, dass sie hier das Power-Up rein gemacht haben. Nee, es ist echt derb, muss ich sagen.
kaum. Also, nee. Mäßig. Muss ich hier drüber rutschen oder was? Jetzt schaue ich aber trotzdem noch hier. Weg mit dem Müll hier. Das scheint schon eher die Wahl unseres Vertrauens zu sein. Geht da was? Ah, da geht was. Zack, weg vom Coaster. Seite 2. Ja. Ansonsten wäre ich jetzt für Durchdreh gleich, glaube ich. Also einen gewissen Frustfaktor besitzt das Ganze auf jeden Fall. Alles klar. Beim nächsten Mal versuchen wir es wieder normal. Ohne hier Unterstützung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus.